Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchten wir testen, ob sich diese Team of the Week Packs lohnen. Wir haben einige untauschbare und einige tauschbare SBC Packs gemacht. Natürlich, bei den untauschbaren kann man die Spieler nicht verkaufen, aber da kann man ja ungefähr mit dem Wert des Spielers rechnen, denn man kann ihn ja auch spielen, den Spieler. Also wenn man zum Beispiel Pogba zieht, dann kann man da schon den Wert von Pogba eben dann nehmen. Das wären dann eben weit über 500k. Also wenn man da Pogba direkt zieht, dann hat sich das Ganze eh schon gelohnt. Eine normale Team der Woche 10 Upgrade SBC kostet circa 35.000 Münzen, also gar nicht mal so wenig. Aber man muss natürlich auch sagen, dass da einige Kracher in diesem Team of the Week drinnen sind, wie Nainggolan, Hazard, dann haben wir noch einen Pogba, einen Vidal. Also da sind schon echt viele Karten drinnen, die dann eben weit über 35.000 Münzen wert sind. Das wäre halt die untauschbare SBC und die tauschbare SBC, wo man dann aber Spieler aus jedem Team of the Week bekommen kann, also aus dem, was halt gerade aktuell ist. Also wenn zum Beispiel jetzt dann das Team of the Week 13 draußen ist und ihr noch so ein Pack habt, dann bekommt ihr einen Spieler aus dem Team of the Week 13. Diese SBC kostet allerdings 60.000 Münzen. Also fast das Doppelte wie die andere SBC, wo du einen Spieler aus dem Team of the Week 10 bekommst, der dann eben auch untauschbar ist. Und bei der 60k SBC, da ist der Spieler dann dazu auch noch eben tauschbar. Ich habe insgesamt zweimal die tauschbare SBC gemacht und eben fünfmal dann die untauschbare SBC. Das heißt, insgesamt habe ich für diese 7 Packs um die 300.000 Münzen ausgegeben. Ich hatte zwar auch einige Spieler als untauschbare Spieler schon im Verein drinnen, aber ihr würdet so circa 300.000 Münzen für die Packs ausgeben, die ich jetzt eben hier in diesem Video geöffnet habe. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal nach, ob sich das Ganze gelohnt hat. Im ersten Pack ist ein Spieler, der tauschbar ist. Und da haben wir natürlich eine Leinwandkarte drinnen, dann natürlich auch ein Inform und jetzt ist eben die Nation das Wichtigste. Und es ist halt leider nur Brasilien. Das heißt, es ist Dante mit einem 84er Rating und der war leider Gottes nur so circa 20.000 Münzen wert. Also das heißt, wir haben mit der SBC einfach mal 40.000 Münzen Verlust gemacht. Ja, und dann gehen wir auch schon rein ins nächste Pack. Das ist ein untauschbarer Spieler und hier kommt dann eben wieder ganz normal die Leinwand raus. Es ist natürlich ein Inform und es ist Argentinien. Da dachte ich mir, das kann ja nichts Gutes sein. Aber Pastore ist ja auch noch im aktuellen Team of the Week. Das heißt, mit dem Spieler würden wir so circa auf 0 stehen. Also es ist untauschbar. Das heißt, die SBC hat 35k gekostet. Der Spieler ist so circa 40k wert gewesen zu dem Zeitpunkt. Und den kann man auf jeden Fall gut verwenden, auch gut mit Di Maria linken. Dieser Spieler ist auch wieder untauschbar und es ist wieder Dante, wie ihr sehen könnt. Das heißt aber, wir können den zum Glück nicht verkaufen, also wir behalten den im Verein, weil am Anfang ja der Dante, der war ja tauschbar zum Glück. Hier geht es dann weiter mit einem weiteren untauschbaren Pack und das Ganze öffnet sich wieder. Also es ist schon sehr interessant, es ist auch sehr, sehr cool und es macht einfach Spaß, solche Packs auch zu öffnen. Und da bekommen wir Deutschland, ich dachte, es ist vielleicht Mustafi, es ist aber leider nur Ron Robert Zieler. Das ist so ziemlich das Schlechteste, was man bekommen kann in so einem Pack, weil der einfach absolut gar nichts wert ist. Dann gehen wir auch schon rein ins drittletzte untauschbare Pack. Und das ist hier wieder ein Informspieler und es ist hier Uruguay. Und ich dachte mir, das kann ja irgendwie nichts Gutes sein. Und so ist es auch. Es ist Castro mit einem 81er Rating. Das war auch der schlechteste Spieler, den ich insgesamt in den 7 Packs gezogen habe. Und jetzt sind wir auch schon angelangt beim vorletzten Pack. Das ist nochmal untauschbar und das letzte ist dann nochmal ein tauschbares Set. Und in diesem untauschbaren Set bekommen wir nochmal was ganz Ordentliches, würde ich mal sagen. Es ist nämlich wieder Deutschland, es ist Innenverteidigung und das heißt, es ist Mustafi Walkout. Eine 87er Karte, das ist somit auch der stärkste Spieler, den ich in diesen Packs gezogen habe. Da rutscht er dann hier auch hinein. Den habe ich auch nochmal ohne Aufnahme nochmal untradable gezogen. Musste ihn dann abstoßen, bin nachher drauf gekommen, dass man so einen Spieler eigentlich für eine SBC anwenden kann, indem man FIFA einfach neu startet. Also das ist ein Tipp, Leute. Falls ihr einen guten Spieler nochmal zieht und nochmal untradable, dann müsst ihr nicht abstoßen, dann startet euer FIFA neu und verwendet den schnell für eine SBC, dann müsst ihr den Spieler nicht abgeben, sondern könnt euch da in der SBC leicht weiterhelfen. Und der letzte Spieler, der war dann nochmal Kruse, das geht eigentlich auch vollkommen in Ordnung, war auch nochmal ein Walkout mit einer 84, ist leider aber auch nichts wert gewesen. 20.000 Münzen für einen 84er Inform, ich denke mal, dass der noch ein bisschen steigen wird. Und ja, Freunde, das war jetzt an sich auch schon das Video. Also ihr seht, wir haben eigentlich keinen Gewinn gemacht, wenn man da so einen Schlussstrich ziehen würde. Also es hätte echt gut und gerne besser kommen können, aber man muss halt auch einfach dazu sagen, hätten wir Vidal oder Pogba gezogen, dann hätte sich das Ganze auch schon wieder gelohnt. Also man muss nur einmal kurz Packluck haben und das Ganze lohnt sich und dann aber sowas von. Denn Pogba und Vidal, die hätte ich auch perfekt in mein Team einbauen können. Das ist auch der Grund, warum ich die SBC so oft untauschbar gemacht habe, weil ich einfach Bock hatte,
Vidal oder Pogba zu haben. Und wenn ich dann eben den untauschbar habe, wäre es mir eigentlich auch egal gewesen, weil ich ihn eh gespielt hätte. Aber letztendlich muss man schon sagen, dass die Spieler in diesen Packs bei weitem nicht 300.000 Münzen wert waren. Und das ist halt leider doch sehr, sehr schade. Mustafi war der teuerste Spieler mit 60.000 Münzen. Das heißt, dort haben wir ja eine tauschbare SBC sozusagen wieder rausbekommen und insgesamt haben wir wahrscheinlich circa ja, 150 bis 200.000 Münzen wieder rausbekommen, wenn man die untauschbaren Spieler verkaufen könnte. Denn das Ganze ist natürlich immer schwer zu sagen. Braucht man den Spieler, braucht man ihn nicht? Wie viel ist er einem selber wert? Weil wenn man ihn nicht verkaufen kann, dann ja, zählt ja eigentlich nicht wirklich der Transfermarktpreis. Aber man kann so circa sagen, dass die Spieler in den Packs insgesamt um die 150.000 Münzen wert waren. Das heißt, wir haben klaren Verlust gemacht. Aber wie ich eben schon vorhin gesagt habe, wenn ihr einmal kurz Luck habt und Pogba oder Vidal zieht oder Nainggolan oder so, dann ist das Ganze gegessen. Dann habt ihr den Gewinn schon direkt mal. Also es kann schnell gehen, aber insgesamt habe ich halt in 7 Packs leider Gottes Verlust gemacht. Und damit war es das auch schon wieder mit dem kleinen Pack-Experiment. Falls ihr mehr solcher Experimente, auch allgemein vielleicht andere FIFA-Experimente sehen wollt, dann würde es mich freuen, wenn ihr gerne einen Daumen nach oben da lässt und vielleicht sogar auch ein Abo. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, die Packs zu öffnen. Das Ganze haben wir auch live im Stream gemacht. Also gerne auch immer bei den Streams vorbeischauen. Wir machen da immer viele SBCs, öffnen da einige Packs, spielen ein bisschen Weekend League, Footdraft, Abonnenten-Games, also das ist schon immer richtig lustig mit euch und deswegen würde ich euch auch empfehlen, da vielleicht das ein oder andere Mal auch vorbeizuschauen. Und damit war es das auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao!